Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zur Bewertung von Behind Frontiers. Nachdem wir dieses Spiel nun noch durch haben, geht's dem Spiel an den Kragen, und zwar legen wir gleich mal los. Da das ja auch ein Epic Game Maker Spiel ist, macht das auch ein bisschen viel mehr Sinn, das hier zu bewerten, aber nun gut. Entschuldigung. Story. Ja, die Story. Rückblickend muss ich sagen, ist es eigentlich eine recht interessante Idee, mal von einem Virus zu erzählen, das einfach mal so rampaged und die Leute umbringt und die Leute wahnsinnig werden, das aufeinander losgehen lässt, so Zombie-like. Hatte man noch nicht so in einem Fantasy-Setting und war eigentlich schon recht interessant, deswegen würde ich da auch 8 von 15 Punkten geben. Die Charaktere, also die Charaktere, ist mir jetzt keiner negativ aufgestoßen, waren eigentlich alle ganz okay, waren jetzt nicht unbedingt die tiefsten Charaktere ever, aber sie waren alle recht sympathisch, obwohl Loris manchmal ein ziemliches Arschloch war und naja, da habe ich ein bisschen irgendwie drüber hinweggesehen und ja. Roswitha war ja irgendwie, ich weiß nicht, Roswitha war eigentlich der einzige Charakter, der war irgendwie einfach nur da, weil sie halt eine Heilerin war und so und ist halt dazu gestoßen. Roswitha und Loris konnten sich nicht leiden, haben sich halt immer gezickt, dass so ein bisschen Reibung in der Gruppe entsteht. Aber das Spiel war halt auch nicht sonderlich lang. Mit 5 Stunden kann man da nicht sehr viel Charakterentwicklung reinpumpen, meiner Meinung nach. Deswegen gibt es da auch nur, ja, 6 von 15 Punkten. Grafisch. Grafisch war es eigentlich ganz okay, auch wenn die selbst gezeichneten Sachen etwas meh, außer die Sprites, die Kampfsprites, weil die haben sich sehr vom Rest abgehoben und sahen auch nicht sonderlich gut aus. Und naja, da würde ich eher eine 6 von 10 geben. Technik. Oh, die Technik. Das Spiel und seine Technik. Entschuldigung. Scripts hatte das Spiel keine. Absolut keine, soweit ich das gesehen habe. Aber es waren ein paar Sichtbarkeitsfehler drin. Ach ja, bei der Grafik. Stopp. Bei der Grafik keine 6 Punkte. Nein, nur 4 Punkte. Weil bei Grafik muss ich ja noch berücksichtigen, dass da haufenweise Sichtbarkeitsfehler drin waren. Was auch noch ein bisschen in die Technik mit reinspielt. Diese ganzen Sichtbarkeitsfehler. What the fuck? Was ist daran so schwer, das eigentlich auch nicht einzustellen? Und dann diese doppelten Grabsteine, ob das eine Absicht war oder nicht. Und ansonsten, ja, Kampfsystem halt Steine-Kampfsystem, da gibt es nicht groß viel zu bewerten, also eigentlich nur 5 von 10. Halt normal. Wie das andere Big Game Spiel eigentlich auch, die meisten. Atmosphäre. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich nicht gemerkt, dass die Welt irgendwie so im Abgrund steht, weil irgendwie waren noch überall NPCs, man konnte mit ihnen reden. Stellenweise waren die bescheuertsten NPCs drin, wie zum Beispiel Asghar, wie zum Beispiel Wahnfried, irgendwelche Boba Fetts, die gar nicht in das Szenario reingepasst haben und einfach so random Shit-Kram. Ich muss mir eben kurz essen. Das heißt, halt absetzen, das brauche ich momentan gar nicht. Und es halt nur was ich da machen. Auch wenn ich nur ein Licht habe, aber naja. Als andere wollen, weil der Aufnahme kaputt gegangen ist. Und irgendwie hat man nicht so richtig gemerkt, dass das Spiel irgendwie in einem Endzeit-Setting, so fast in einem Endzeit-Setting spielt. Da waren wir irgendwie noch so nicht irgendwie da. Hätten irgendwie noch mal so ein paar Leute irgendwie so reingemusst, vielleicht die so wirklich von dem Virus schon in näherer Beschaffenheit sind, also die schon halt wie Rufus waren und nicht nur einer Rufus. Das hätte ein bisschen irgendwie noch ein bisschen mehr Gewicht gebracht, dem Virus, weil man hat nicht sehr viel davon gemerkt. Außer dass Nemo halt, nicht Nemo, dass Rages halt gesagt hat: Ja, die Welt, die Dornen schlachten sich alle ab. Hat man bloß nichts von gesehen. Wie gesagt, die Atmosphäre. Ja, 6 von 10 Punkten, würde ich sagen. Musik. War da einige gute Stücke mit dabei, musst du schon sagen. Und die Musik war eigentlich auch ganz okay gewesen. Weil es nichts Überragendes und
Teilweise hat die Musik auch ein bisschen sehr aufgewechselt. Das war echt ein bisschen störend. Ich finde, sowas ist immer blöd. Ich mag sowas nicht, wenn die Musik ständig wechselt. Für mich muss eine Szene ein Stück haben, was dazugehört. Eine Stadt oder die Städte ein Stück haben. Von mir aus auch gern vielleicht zwei, drei Bosskampf-Themes. Und nicht für jeden einzelnen Boss eine. Das ist Schwachsinn, wie ich finde. Naja, da würde ich schon sagen, 10 von 15 Punkten. Gameplay. Ha! Herumlaufen und kämpfen. Gab es ein Minispiel? Nein, ne? Es gab kein Minispiel. Deswegen, ja, ist ein ziemlicher Standard die Hälfte. Umfang, 5 Stunden. Und ich muss sagen, das Ganze hat sich auch irgendwie ziemlich gequetscht angefühlt. Als hätte der Ersteller wirklich darauf gepocht, das alles in 5 Stunden zu packen, weil zum Beispiel auch diese eine Stelle, wo wir da bei dem Heiligtum da waren und dann nochmal zu den anderen Gegenden konnten, zu den 4 Stück da, die es da waren, das sollte so ein bisschen, ich will jetzt nicht Open World sagen, aber so ein bisschen Optionalität reinbringen, aber Umfang hätte mehr sein können. Man hätte es auch auf 8 Stunden oder 10 Stunden machen können und man hätte nicht unbedingt so einen Teil machen müssen. Das hätte auch alles in ein Spiel reingepasst. Deswegen der Umfang 5 von 10 Punkten. Ja, damit kommen wir auf eine Punktzahl. Ihr wisst ja sowieso, dass ich nicht so streng bin bei dieser Bewertung. Von daher kommen wir auf eine Punktzahl von 51%. Damit ist es Durchschnittsspiel. Also 51 Punkte. 51%. Damit ist es besser als Battlefield 3. Und es hat Durchschnitt. Ja. Abschließend muss ich sagen, ja, ich habe das Spiel halt aufgenommen, weil ich halt mit Neonsis spontan was aufnehmen wollte. Habe es dann fertig alleine aufgenommen und bin jetzt froh, dass es durch ist, dass ich jetzt andere Spiele weitermachen kann, weiter aufnehmen kann. Ja, was nun als nächstes? Als nächstes wird erstmal Auto Warrior kommen. Das Spiel habe ich ja damals angefangen mit so Let's Playen. Das war auf meinem neuen, ist das doch neun, auf meinem neuen. Das Spiel, das war damals auf dem Wohnheim-PC gemacht worden, hat gespielt, so lange wie weit ich jetzt momentan bin, und hat dann aufgehört. Aber jetzt will ich erstmal durchspielen. Ich denke nicht, dass es so ewig lange dauern wird, vielleicht 2-3 Stunden höchstens. Und das Spiel auch wieder einiges an Grinden aufzuweisen hat. Weil es ist halt ein Dragon Quest 1 Klon, deswegen. Bloß, dass halt die Kämpfer automatisch laufen. Und naja. Das war soweit die Bewertung von Behind Frontiers. Bei 5 Stunden kann man noch nicht so viel bewerten. Und dafür ist es halt noch relativ gut ausgefallen, sage ich mal, mit einer 50%, 51. Und ich würde mal sagen, das wäre es dann auch schon. Wir sehen uns dann das nächste Mal beim nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.